Wie viel kostest du? Hallo Lemon, schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video mit dem Guten. Hallo, Vladi. Was geht hier? Wir sind bei Gold, ist wieder am Start. Ne? Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, euch hat letztes Mal das Video richtig gut gefallen. Ja. Dir, also gutes Feedback. Auch sehr glücklich. Mich haben ja richtig viele Leute angeschrieben und gesagt, dass das Rezept geklappt hat. Ich hätte ja nicht geglaubt, dass das Leute wirklich nachmachen. Doch, das ja, muss. Das hätte ich ja wirklich nicht gedacht. Das finde ich krass. Doch, also das wirklich. Muss. Und da könnt ihr auch sicher sein, Leute. Also zum einen haben wir ja hier einen Experten. Hier kommt jetzt nicht irgendein Hans und Franz, macht hier einen Burger und sagt euch, oh, das wird geil schmecken. Wir haben den Profi, aus Berlin. Und Rezepte kriegt ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Kann sein, dass hier immer ein bisschen Scheiße mal gelabert wird, denn das richtig hundertprozentige Rezept in der Videobeschreibung. Genau. Und was werden wir heute machen, Vladi? Hey, wir machen heute tatsächlich eine Probe. Wir haben bald eine Veranstaltung, wo wir den launchen. Das wird ein Cubano Frita Burger, also ein Cuban Frita Burger. Vielleicht haben schon Leute was davon gehört. Das ist ein amerikanischer Burger aus Miami, aber von Kubanern erfunden. Und die haben diese Fritas aus Kuba, als Einwanderer haben die nach Miami gebracht. Das sind quasi Streichholzpommes, ganz dünne Pommes. Und haben die an Hotdog-Ständen verkauft und auf Hotdogs drauf gemacht, auf Burgern drauf gemacht, auf alles. Und dadurch ist dieser Burger entstanden. Ist nicht mal ein Cheeseburger, wir machen daraus aber einen leichten Cheeseburger mit wenig Käse. Und da kommt eigentlich nur eine Ketchup-Soße mit Zwiebeln und Hot Sauce drauf und frittierte Kartoffelstreifen. Und das war's. Original gibt es aus Schwein und Rind. Wir machen es nur mit Rind. Und original wird es halt richtig gewürzt mit Kreuzkümmel, geräucherten Paprikapulver, Zwiebelpulver, Knoblauchpulver. Wir machen diese Würzmischung, wir machen daraus einen Smash, aber keinen ganz dünnen Smash, einen etwas dickeren. Geil. Und machen rohe Zwiebeln oben drauf und pudern die Gewürzmischung nur oben drauf, dass das nicht komplett eine Bulette ist. So. Ich habe sogar ein Gerücht gehört über den Burger, wenn das der ist. Ist der ins Weltkulturerbe aufgenommen worden? Das kann sein, dass das der ist, dieser Frita. Das kann wirklich sein. Ich bin mir nicht sicher, ich will jetzt nicht lügen. Also es ist wirklich ein Straßenburger und es ist wirklich eine Einwanderergeschichte, die quasi ein ganz einfaches Essen präsentiert hat und die perfekte Synergie aus kubanischem und amerikanischem Essen. Es ist auch ein armes Essen gewesen. Es ist auf jeden Fall in Amerika. Also das sind die besten. Sagen wir mal so, ich glaube, in den bekannten Läden in Miami, der kostet so ein Burger immer noch $5 oder so. Also das ist nicht teuer. So. Kann man machen. Aber wir machen heute mit Goldis Qualität. Wir machen heute mit Goldis Qualität. Unser würde dann ungefähr 10,90 kosten oder 9,90. Okay. Sowas in die Richtung. Geil, geil. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Für euch eine Info. Während jemand mir was erzählt, ich halte die Kamera, ich kriege immer gar nichts mit. Deshalb muss ich sowieso immer danach fragen, was wir überhaupt machen, weil ich check immer gar nichts. Ja, genau. Dann legen wir los. Also, Vladi hat gerade schon Ansage gemacht, wir fangen mit der Soße an. Wir machen erstmal so die chilligen Sachen, die keine Hektik nötig sind. Und ich nehme auch diesmal mal eine Waage, weil ich tatsächlich das Rezept gerade erst fertig schreibe. Okay, aber du hast so einigermaßen. Aber ich habe auch schon das Rezept im Kopf. Aha. Und ich habe es auch schon so ein bisschen ausprobiert. Das ist wirklich eine ganz einfache Soße. So, im Grunde genommen ist es einfach nur Ketchup mit Zwiebeln und scharfer Soße. Also mit Tabasco oder sowas. Ja. Und wir nehmen jetzt 240 Gramm Ketchup. Und jetzt kommt, das ist ein bisschen, weil wir machen ja heute kein Luxusburger. Und wir bleiben wirklich so ein bisschen am Original. Wir wollen das wirklich möglichst easy, günstig halten. Das ist einfach Zwiebel- und Knoblauchpulver. Zwiebel und Knoblauch gemischt. Gemischt. 50-50? 50-50, genau. Mhm. Dann nehmen wir von jedem quasi, sagen wir mal, einen Teelöffel. Dann, um das ein bisschen aufzupimpen, also ein bisschen cooler zu machen als das Originalrezept, nehmen wir natürlich einfach ein bisschen von unseren Hausschmorzwiebeln. Mm. Machen die noch mit dazu, dadurch kriegt das halt einfach ein bisschen. Aber wollen wir in die Videobeschreibung reinschreiben, wie man diese Zwiebeln macht? Ja, können wir gerne machen. Also ich kann es auch jetzt ganz schnell in Kurzform erklären. Ja. Das ist jetzt fast, das geht Richtung Zwiebelmarmelade. Wir garen die halt richtig lange. Wir machen es auch in einem großen Topf. Es verdampft ja erst das Wasser, alles das reduziert dann langsam ein und dann karamellisieren wir das immer hin und her. Und dann fängt das irgendwann an zu brennen. Wir machen das ohne Fett. Und dann drehst du die Pfanne aus oder den Topf aus und dann vaporisiert es wieder und dann löst sich durch den Wasserdampf, der wieder entsteht, löst sich das Angebrannte unten. Mm. Das machst du einfach so den ganzen Tag und irgendwann hast du so eine ganz, ganz dunkle Zwiebelmarmelade. Also so kannst du eine richtig kranke Zwiebelmarmelade machen. Du schreibst mir wieder das Rezept, dann kannst du das auch reinschreiben, ne? Genau. Dann kommen wir mit ein paar Fertigsoßen, da sage ich gleich, da kann jeder auch einfach Tabasco nehmen oder seine Lieblings-Chili-Soße. Mm. Ich würde jetzt nichts nehmen, was besonders süß ist. Und ich dachte, weil das eh so ein rauchiger Burger ist, nehmen wir einfach ein bisschen Chipotle-Hot Sauce. Ja. Einfach nach Gefühl. Und wir machen den auch ein bisschen spicy und scharf heute. Scharf ist gut. Und dann nehmen wir ein bisschen Frank's Red Hot Sauce.
Sauce. Das ist diese berühmte Hot Sauce, mit der man auch Buffalo Chicken Wings macht. Okay, aber das können wir alles in die Videobeschreibung nochmal rein. Genau, ich mach's mal jetzt nicht zu scharf, aber ein bisschen. Halt. Und dann die Grammangabe geben wir auch nochmal rein. Die gebe ich nochmal rein, genau. Übrigens auch nur ganz nebenbei, ne? Die Jungs von Goldies haben auch einen YouTube-Kanal. Genau, ne? Wir haben jetzt auch einen YouTube-Kanal gechannelt. Da uns das so viel Spaß auch mit euch die ganze Zeit gemacht hat, haben wir halt gedacht, wir wollen jetzt ein bisschen Einblick in unser Geschäft. Also wir wollen so ein bisschen, was heißt unsere Geheimnisse verraten, einfach so ein bisschen in den Tagesablauf. Oft denken ja die Leute so, ja easy, da ein paar Burger. Wir werden auch mal zeigen, wie mal so ein 2-Stunden-Service im Goldies mal aussieht, wie die Leute da schwitzen. Und wir werden natürlich, weil wir eh ja auf Erkundungsreisen gehen, werden wir das in Zukunft halt auf Videos festhalten. Wir werden jetzt nicht in Berlin Restaurants die gehen und Burger testen. Schlecht reden. Ja, Hausverbot überall in ganz Berlin. So. Ja, können wir rein in die Küche noch und so, wie macht ihr das da? Boah, voll freudig so. Also das ist auf jeden Fall nicht das Ziel und naja, mal gucken, genau. Aber ja, folgt uns gerne und wir würden uns sehr freuen. Weißt du, was ich gesagt habe? Ja. Also der Burger muss heute über 8 Punkte erreichen, sonst werde ich auch nichts verlinken unterwegs. Okay. Also, und wenn nicht, werde ich vielleicht sogar diesen Teil rausschneiden, Fladi. Okay. Das war nämlich meine Sorge. Nein, Spaß natürlich. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen von dieser Gewürzmischung reingemacht, da komme ich gleich noch zu. Ja. Was diesen Frita-Burger so speziell macht, ist natürlich dieses Spiced Patty. Mhm. Also das ist ja eigentlich ein gewürztes Hackfleisch, was man nimmt. Und dann kommen halt so Sachen rein wie Zwiebelpulver. Mhm. Ich habe das vorher schon einmal mal zusammengemischt, damit wir uns das nicht noch mal zusammen machen müssen, weil das ein bisschen Sauerei ist. Ich habe da ein bisschen was reingemacht, einen Teelöffel. Ja. Kommt original nicht rein. Mhm. Aber wir wollen dem einfach noch mal ein bisschen mehr Power geben. Das besteht aus 3 Esslöffeln Oregano, 3 Esslöffel geräuchertes Paprikapulver, 1 Esslöffel scharfes Paprikapulver, 1 Esslöffel Kumin, 3 Esslöffel Zwiebelpulver, 3 Esslöffel Knoblauchpulver, viel schwarzer Pfeffer. Und das kommt dann in den Burger quasi rein. Okay, das ist so mit dem Kumin, diese kubanische Würze. So. Mhm. Schmeckt jetzt ein bisschen wie so eine Schaschlik-Soße. Weißt du? Meistens schmecken so Soßen, finde ich, aber wenn man sie so probiert, scheiße. Dann hast du die ja auch quasi gar nicht gegessen, weil du hast sie noch gar nicht probiert, ne? Also ich habe die original mal gegessen, aber es war schon länger her. Kann ich mir sehr gut vorstellen, tatsächlich auch mit frittierten Pommes. Könnte klappen, ja. Hat auch so ein leichtes Süß-Sauer-Soßen-Feeling wieder, wie das normale. Das sind jetzt unsere Pommeskartoffeln geschält und noch nicht geschnitten, sozusagen, als Rohware. Das habe ich im Asiamarkt für 3 € gekauft. Ja, und das macht dann gleich so eine Dinger hier. Und das macht ihr dann gleich solche Julien. Man kann sich auch so einen Hobel holen, den habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden und wir hatten hier keinen. Darum machen wir es jetzt einfach so. Also in Rezepten im Internet steht, man soll eine festkochende Kartoffel nehmen. Das ist jetzt eine vorwiegend festkochende. Das ist halt schwierig, wenn man jetzt nicht die perfekte Kartoffel im Supermarkt findet, einfach mal auf den Markt gehen und nach einer Pommeskartoffel fragen. So. Okay. Oder beim Kartoffelbauer oder so. Jetzt gehen wir rüber und frittieren die einmal kurz vor. Geil. Also das ist jetzt bei 130, ich habe es jetzt mal auf 150 aufgedreht. Ja. Das ist jetzt mal so ein Test. Ich glaube, es ist so gute Temperatur zum Vorfrittieren bei so dünnen, weil die ja nicht so lange frittieren wie unsere. So 150 ungefähr. Okay. Die sollen so ein bisschen werden wie diese Kartoffelchips mit dem Fuchs oder drauf. Mit dem Fuchs. Ja, die sind geil, die als Kind richtig gefeiert. Ja, genau. Auch immer noch feiern die. Das Problem ist, ich dachte auch, diesen Burger mal richtig auf die Karte zu bringen für immer. Aber das Problem ist, die immer frisch zu machen, ist schon sehr, sehr aufwendig. So, und die als Tiefkühl zu kaufen, ist scheiße. Schmecken einfach nicht. Schmecken ja nicht so. Okay. Oh, jetzt sind die schon gut, glaube ich. So. Ja, jetzt sind die eigentlich schon vorfrittiert. Mhm. Jetzt holen wir die mal kurz hier raus. Noch salzen wir sie nicht, weil sie kommen jetzt gleich noch ein zweites Mal rein. Ja. Und das Gute ist, man muss sie auch nicht jetzt lange irgendwie auskühlen lassen, weil die so dünn sind. Und selber einfach sau schnell auskühlen. Okay. Dann können wir eigentlich auch schon mit dem Burger starten, weil dann ist es eigentlich schon fertig. Ist schon, ne? Ja. Ach, geil, Mann. Du bist hier Social Media angestellt? Genau. Nee, ich habe meine eigene. Ach so. Wie viel kostest du? In Tunesien hat man gesagt 100 Kamele. Damals haben die echt so geboten für meine Mutter. Wir frittieren nach. So. Oh, jetzt haben wir geile Farbe, perfekt. Goldgelb und jetzt ganz wichtig, im ersten Moment salzen, sonst ist es zu spät. Erst Moment salzen muss, ja? Ja, nur dann kannst du noch, weil jetzt noch das ganze heiße Fett verdampft. Und durch dieses ganze Verdampfen, sozusagen durch die Feuchtigkeit, die rausdampft, wenn du jetzt salzt, dann geht's noch mal rein. Dann geht das drin, ne? Dann geht's rein, ja. Aber da kann ich dir nur ehrlich sagen, ich glaube, die genau so hinzukriegen, ist gar nicht so einfach mit der falschen Kartoffel. Darum, so, es empfiehlt sich. Schmeckt echt wie Chips, Ladi. Wir machen 2 Burger. Dann frage ich kurz die Jungs, ob wir die trosten können. Okay. Und dann gehen wir los. Leute, denkt auch an Plus, Butter, immer am Start mit Holle 10. Das ist der Support. Sekplus.de, alles, was ihr braucht fürs Training. So. Kurze Anmerkung nebenbei. Und jetzt geht's weiter.
salzen sie so ganz leicht, auf der einen Seite. Mhm. Dann ganz leicht von der Gewürzmischung, aber nur ganz bisschen, dass es nicht verbrennt. Das ist wieder diese Special Gewürzmischung. Genau, das kommt nämlich dann oben das drauf. Das traust du dich wirklich vor, Vladi. Ja. Hast keine Angst, dass es verbrennt. Nee. Ja, Vladi weiß, was er macht. So. Der Fastfood-König von Berlin. Eine andere Smash-Technik, die... Das ist die, die sozusagen, die, dass der nicht ganz so... Ah, das macht man, wenn er nicht ganz so... nicht so dünn werden soll. Mhm, okay. Wie schnell war die Platte denn heiß? Die hast du doch eben erst angemacht. Ich stehe schon den ganzen Tag. Also. Echt? Oh, ich hätte da beinahe drauf gefasst. Ganz schöne Patties. Und jetzt kommt die Gewürzmischung hier ordentlich drauf. Krass, obwohl du die noch umdrehst, machst du jetzt schon Gewürzmischung. Weil die von der anderen Seite braten die nicht mehr so lange. Ah, und dann kommen noch ein paar Zwiebelnchen noch drauf. Oh Leute, das ist der Moment. Die sollen aber halb roh auch bleiben, weißt du? Okay. Die sollen nicht ganz komplett jetzt so wie bei einem Onion Smash Burger oder so. Das ist der Moment, wo ich richtig Bock drauf kriege. Das ist auf jeden Fall nochmal ein Unterschied zu diesen Onion... Wie heißt der nochmal? Oklahoma? Oklahoma Fried Onion Burger. Ganz kurz für die Zuschauer, woran merkst du, dass du den Bun, den Patty drehen musst? Dass es sich so ein bisschen draußen so löst. Hier kann es sogar so ein Tick... Jetzt sieht man das mit der Kruste. Ich sehe das, wenn das halt an den Rändern sozusagen sich so langsam vom Fett löst. Jetzt machen wir noch ein bisschen. Guck mal, jetzt ganz Dings geil. Drauf. Man weiß jetzt, die Zwiebeln sind da drunter. Die geben jetzt richtig schönen Geschmack rein. Die werden noch mal schön angebürnt. Und noch ganz bisschen hier direkt mit drauf, dass das auch noch erhitzt. Mmh, okay. So. Das schmeckt mega. Also, mein lieber Fladi, jetzt gucken wir mal, ob das Werbung heute gibt für euren Kanal. Was ich erstmal immer geil finde, sind halt die Buns. Es gibt keine Buns, die sich so anfühlen wie diese. Ob die jetzt, sag ich mal, gekauft sind oder nicht, egal, aber die fühlen sich geil an. Aufregend. Am Anfang kommt ganz intensiv die Soße erstmal, das ist geil. Ich unterscheide immer zwischen Burgern und generell Gerichten, wo du irgendwie so gleichen Gesamtfeeling hast und dann hast du halt Gerichte, da kommt erst das, da kommt das und alles ineinander. Kommt das so langsam durch. Du hast so geil erst die Soße und dann kommt das Fleisch und ich sag mal so, es gibt kaum einen, der das Fleisch so geil kross macht wie ihr. Dann kriegst du das geile Fleisch, die Röstaromen. Bam. Das Besondere hier dran ist, dadurch, dass man, so wie ich es bei euch ja sonst nicht esse, wirklich das Fleisch noch richtig intensiv merkt. Weil es halt nicht ganz so gesmashed ist. Du hast halt richtig den Fleischstyle. Wenn man es jetzt auf Goldies abwälzt, du hast so irgendwo die Goldie-Skills am Start. Ein Fladi, der dir den Burger macht. Hast aber auch mal endlich dieses Fleisch, für die, die es lieben, ein bisschen dicker. Das ist geil, Mann. Also eins kann ich euch schon mal sagen, mega krank Kombi. Geil. Mega krank, echt wirklich heftig. Vielleicht kommt es dann als Special. Muss. Also falls das Video vom 1. Mai rauskommt, jeder, der den Burger probieren will, kann am 1. Mai in den Biergarten im Gleisdreieckpark kommen. Da gibt es den von 11 bis um 16 Uhr als Test quasi. Das ist krank. Es ist halt auch dieser leichte Rauchtouch drin. Den merke ich jetzt erst. Der wird von der geräucherten Paprika vielleicht kommen. Genau. Dann habt ihr noch dazu, was ich eben ganz vergessen habe, den Crunch von den Pommes. Jo, die kommen jetzt vom Geschmack nicht so intensiv rüber, aber du hast halt diesen Crunch. Das ist so vom Gesamtfeeling beim Burger, ist es zum einen was heftig Besonderes und zum einen halt geschmacklich auch ganz krank. Wirklich böse, Fladi. Jetzt merke ich aber auch die Pommes wieder mehr, weil dann hast du eine Stelle, da kommt die Soße nicht so, dann kommen die Pommes wieder in den Vordergrund und man hat trotzdem noch das Goldies-Feeling, was ihr auch bei einem Cheeseburger habt. Das ist so dieses trotzdem noch eine Masse irgendwo, das hast du trotzdem. Ja, ja. Ne? Also ich glaube, das ist auch das Bun, was dazu führt, dass es so wirklich auf jeden Fall, vereint. Ja. Das hast du lange nicht bei allen Burgern, dass du wirklich sich alles zu einer Masse vereint. Das ist ein Geheimnis, finde ich, eines guten Burgers. Das ist ein Geschmackspunkt sozusagen, zu sagen, der muss sich vereinen. Mhm. Also beim dicken Garstufenburger geht es, glaube ich, gar nicht. Ne? Nee. Müsste ich mal hinterfragen, ob meine guten Burger auch wirklich dieses Kriterium erfüllen. Und ich glaube tatsächlich schon, die oben im Ranking drin sind. Ich werde mal die Hände waschen, dann gibt es eine Bewertung von mir. Also für euch zu Hause zum Nachmachen, Leute, Welt. Mit diesem Rauch herum, da sind so viele kleine Akzente, die den Burger geil machen. Ich würde den echt eine... Wow. Oh.
Also, ich würde eine 8,8 geben. Eine 8,8 möchte ich geben. Also solide. Ganz starkes Ding, ganz starkes Special Ding. Special finde ich das solide, ja. Ja, Leute, danke fürs Zuschauen. Rezept, alles haargenau in der Videobeschreibung. Genau, Rezept setze ich mich jetzt gleich hin und schreib's auf. Dann natürlich auch euer Kanal in der Videobeschreibung zu finden. Danke, danke. Ja, und dann danke ich dir auch für deine Zeit. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Denkt an Daumen oben knallen lassen, Abo da lassen, auch bei Fladi, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.